Show Mahlzeit, ihr Freunde der leichten Unterhaltung. Euer Tomcat hier. Und ich bin wieder auf der Straße für euch. Heute wollen wir das Thema Sicherheit durch sichere Kleidung nochmal in den Vordergrund heben. Zuvor aber habe ich noch eine Frage an euch. Ganz wichtig. Ich habe mir gedacht, wo hättet ihr denn eure Videos am liebsten? Ist es euch lieber, ich fahre sie in der Stadt? Oder ist es euch lieber, ich fahre sie draußen auf dem Land, wo es ein bisschen ruhiger ist, nicht so viel Verkehr, wo ich mich nicht so viel konzentrieren muss? Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr besser findet. Und dann werde ich das für euch umsetzen. Ihr kennt das ja, ne? Demokratie, die mit den meisten Stimmen für was auch immer kriegen den Zuschlag. Ja, Thema Schutzkleidung ist ja essentiell wichtig. Und da geht ja auch kein Thema dran vorbei. Ihr könnt an allem sparen. Am Bike oder an Tuning-Teilen und so weiter und so fort. Da könnt ihr einfach Geld sparen. Aber wo ihr nicht Geld sparen sollt, ist definitiv an eurer Kleidung. Die schützt euch, entweder rettet sie im Ernstfall, rettet sie euer Leben. Und kann sie schwere Verletzungen verhindern. So, da stellt sich ja dann als erstes die Frage, wo fangen wir denn an? Wir fangen wahrscheinlich oben am besten beim Kopf an. Denn der Kopf ist ja ein sehr wichtiges Teil eines Motorradfahrers. Denn ein Motorradfahrer ohne Kopf ist zeitlebens ein Krüppel. Wer in einem guten Motorradladen seinen Helm kauft, der macht da eigentlich im Grunde genommen nichts falsch, weil die sind meistens alle irgendwie mit CE-Norm und so weiter und so fort. Bitte, bitte, gern geschehen. Der macht da also nichts verkehrt. Ihr solltet sie auf jeden Fall nicht bei Wish bestellen. Ich habe da mal einen Helm bestellt, weil ich gedacht habe, Mensch, der ist so unheimlich günstig. War auch so ein Klapphelm. Und der hatte dann auch so ein Bluetooth, ja, Freisprecheinrichtung. So, die habe ich dann bestellt. Das Ding hat, glaube ich, gekostet, weiß ich nicht, 75 Euro. Ich habe das Ding ausgepackt, dachte, was ist das denn für ein Plastikteil? Ist das echt tatsächlich was fürs Motorradfahren? Das hat überhaupt keinen Schutz. Wenn ich da mit dem Hammer drauf hau, platzt das Ding auseinander wie so eine Melone. Habe das Ding auseinandergeschraubt, weil ich dann wenigstens die Freisprecheinrichtung haben wollte. Tatsächlich habe ich Wisch dann geschrieben, das Ding ist nicht das, was... Also, ach so, das, ich habe ja dann eine S bestellt und dann habe ich dann auch eine M gekriegt oder L sogar. Das Ding hat also überhaupt nicht um meinen Kopf gepasst. Habe ich den Wisch geschrieben und Wisch hat mir tatsächlich diese 75 Euro oder was das waren tatsächlich zurückerstattet, ohne dass sie den Helm hätten zurückverlangen wollen. Und ich habe dann diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung da ausgebaut und habe die in einem anderen Helm eingebaut, den ich mal bei... Warte, lass mich kurz lügen, Aldi oder Lidl gekauft habe. Der war aber übrigens nicht schlecht, der passte auch. Ihr müsst so einen Helm immer anprobieren. Also da, deshalb rate ich eigentlich auch dazu, sowas nicht online zu machen. Es sei denn, ihr habt die Möglichkeit, das Ding ja wieder zurückzuschicken. Dann könnt ihr nämlich genau feststellen, ist dieser Helm was für euch oder nicht. Also passt der euch richtig und rutscht und wackelt der nicht auf eurem Kopf hin und her. Der darf da nämlich nicht hin und her rutschen und wackeln. Wenn ihr einen online bestellt, solltet ihr wirklich eine Markenqualität nehmen. Ich habe jetzt einen von AGV gekauft.
Und der hat mich, Lüge, ich glaube 249 Euro gekostet, ja, genau. 249 Euro. Und den habe ich allerdings bei Amazon bestellt, weil ich genau wusste, wenn er nicht passt, dann kann ich ihn auch wieder zurückgeben. Der passte aber auf Anhieb. Aber noch mal kurz zurückzukommen auf diese Bluetooth-Geschichte, die habe ich dann, wie gesagt, an diesem anderen Helm da angebaut und habe die angeschlossen und angemacht. Und dann quatschte mir da gleich erstmal irgendwas Chinesisches ins Ohr. Ich habe dann gedacht, okay, alles klar. Da gibt es doch bestimmt eine Software, wo du das irgendwie zumindest auf Englisch umstellen kannst. Nö. Die einzige Sprache, die der versteht, ist Chinesisch. Ja, und so ist das Ding da immer noch dran. Aber benutzt wird es kaum, also oder gar nicht. Ich habe es also nicht wirklich bisher benutzt, weil auch die Anschlüsse passen nicht irgendwie zur GoPro. Da müsste ich mir extra Kabel bestellen. Also wenn, dann hole ich mir da bei Gelegenheit mal so eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung von Sena. Da muss man dann halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man da sowas haben will. Und ansonsten hat mich hier eigentlich auch keiner anzurufen, wenn ich Motorrad fahre. Ja, soweit zu dem chinesischen Produkt, was man damit wirklich noch machen kann. Also kannst du wirklich in die Tonne hauen. Musst du gar nicht erst anfangen. Und genauso ist das mit der Schutzkleidung. Ebenfalls nicht in China. Ebenfalls nicht bei Wish oder wie die auch immer alle heißen. Nehmt da bitte auch Geld in die Hand, denn es hängt euer Leben dran. Ja, ja, ich habe meine Kombi, die ihr schon ja gesehen habt, bei eBay bestellt und ja, die Kombi kommt tatsächlich aus Pakistan. Und zwar habe ich geguckt, ist das wirklich Rindsleder? Weil so war sie ja angeboten. Und ja, es ist Rindsleder. Das riecht man denn auch. Diese Knieschleifer, die sind aus Plastik. Ich sag mal so, die Knieschleifer kannst du nachkaufen. Da gibt es welche aus Holz, die kannst du, da gehst du zu Louis oder Polo und dann kaufst du dir Knieschleifer aus Holz, dann hast du da vernünftige Dinger dran. Da ich aber gar nicht vorhabe, im Moment Knie zu schleifen, sehe ich das als eine Investition, die ich vielleicht irgendwann mal später mal mache, aber im Moment ist die vollkommen unnötig. Die restlichen Protektoren sind okay. Es gibt einen riesen Kamelhöcker auf dem Ding, habt ihr gesehen. Der ist tatsächlich auch gepolstert. Und in dem ist nochmal ein Polster, ein Rückenpolster, das auch durchaus von guter Qualität ist. Schulterpolster sind auch vorhanden, Ellbogenpolster, Kniepolster, also alles da und es gibt eine Zusatzjacke dazu, also ein Futter, damit ihr dann im Winter oder später, also im Winter fahre ich mit dem Ding hier so nicht, aber da zeige ich euch dann nochmal die Sachen, die ich dann, sage ich mal, wenn es noch kälter ist, die ich denn dann anziehe. Da ist halt also ein Infutter, das ist für den Herbst ist das ideal, das hält dich da also da noch ein bisschen warm. Preis waren 400 Euro und dafür habe ich dieses
diesen Schriftzug, also meinen Namen sozusagen, Tomcat, den habe ich dazu noch gekriegt. Das heißt, der war da im Preis schon sozusagen drin. Der ist mir dann halt da auf die Arschbacke genäht. Gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das löst sich jetzt so langsam ein bisschen ab. Da muss ich mal ein bisschen was nachnähen. Aber das ist auch normal, das ist halt nur aufgenäht auf dem Leder und Leder dehnt sich, bewegt sich, weitet sich bei Wärme oder Schweiß, weitet sich das aus und ja, das ist akzeptabel, sag ich mal. Was haben wir noch? Handschuhe. Habe ich insgesamt 3 Paar. Ja. Einmal mit Stulpen. Da sind denn. Die nehme ich also für, wenn es ein bisschen kälter ist. Wobei ich da das Innenfutter rausgenommen habe. Und hab dann noch mal so ein paar Handschuhe, die, wo man mit meinem Handy bedienen kann, die ziehe ich mir dann halt im Grunde drüber, wenn es draußen etwas kälter ist. Und dann habe ich halt diese hier. Die sind von Alpine Stars. Und die tun ihren Dienst. Vor allen Dingen im Sommer sind die sehr, sehr gut, weil sie so ein bisschen luftdurchlässig sind. Damit sind wir dann auch beim Sommer und luftdurchlässig. Ich zeige euch ein Bild einer Weste mit Protektoren. Das ist diese hier. Und diese Weste ist ja so eine Art Netz und auf diesem Netz sind Protektoren befestigt. Die kann man wunderbar unter einem Sweater tragen, unter einer Strickjacke. Man kann sie auch so tragen, indem man sich da halt ein T-Shirt anzieht und dann das da drüber. Also für heiße Sommertage ist das Ding ideal. Und da ist man dann auch sehr, sehr gut geschützt. Die Protektoren sind auch alle in Ordnung. Ja, ihr habt dann halt nicht so einen Rückenhöcker. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann habe ich eine separate Jacke von Alpine Stars. Es ist diese rote hier. Oder rot-schwarze. Die hat einen etwas kleineren Höcker, aber die Protektoren sind überall vorhanden. Das ist mal was, wenn es im Sommer nicht ganz so warm ist und man halt, wie gesagt, mit so einer Netzweste da nicht fahren möchte. Da stellt sich dann halt im Grunde immer die Frage, welche Hose zieht man dazu an? Ja, meine Lederkombi ist zweiteilig, dafür habe ich da gesorgt. Also, die kann man so bestellen. Man kann sie als Einteiler bestellen und man kann sie als Zweiteiler bestellen. Und ich habe dann halt mich für den Zweiteiler entschieden. Einfach aus dem Grund, es ist unheimlich schwierig, wenn ein Mann oder eine Frau mal auf Toilette muss und muss sich erst diese Lederkombi vom Leib oder sich da aus dieser Lederkombi rausbellen. Bis dahin könnte es sein, dass es zu spät ist. Und hier kann man das wunderbar mit Öffnen von Reißverschlüssen ganz schnell erledigen. Also die Hose, es gibt sehr, müsst ihr mal gucken, im Motorradgeschäft, wo es Kleidung gibt. Gibt es sehr schöne Hosen, die auch einen Schutz bieten und trotzdem
sehen sie aus, als wäre, also du, als wenn du sie ganz normal auf der Straße tragen könntest. Gibt es. Da ihr, ich rede da mal nicht über Preise, weil ihr sollt ja da nicht sparen. Und ihr müsst dann nur darauf achten, dass das ebenfalls Qualitätsware ist und nicht irgendwas ebenfalls aus China. Was haben wir noch? Es gibt dann noch eine Jacke für Mia, die zeige ich euch hier, das ist diese schwarze. Das ist eine Bullshorn-Jacke. Die ist schon ein paar Jahre alt, die habe ich schon zum Rollerfahren benutzt. Diese Jacke ist tatsächlich was für den Winter oder den Spätherbst, weil die hat wirklich tatsächlich ordentlich Futter drin und trotz alledem noch Protektorenschutz an Schulter und Ellenbogen. Im Rücken ist da kein Polster oder sagen wir mal so, da ist wenig, da ist ein Schaumstoffpolster drin. Ja, die hält warm und trocken. Ich bin mit dem Ding schon gefahren im Regen. Da ist also nichts durchgekommen. Und man fühlt sich tatsächlich da drin, wenn man da so die angezogen hat und es regnet, als wenn man im Auto sitzen würde. Man merkt nicht mal die Regentropfen auf der Jacke. Es ist wirklich sehr, sehr gedämpft. Dann wären da noch die Schuhe, Motorradstiefel, die können, müsst ihr auch anprobieren, nicht bestellen, die können sehr unbequem sein auf Dauer. Also die machen erstmal den Anschein, als wären sie sehr bequem, wenn man sie so im Laden anzieht. Aber es kann euch passieren, dass ihr irgendwann sagt, oh, ihr drückt die Füße da drin oder irgendwas. Das müsst ihr sehen, da müsst ihr gucken. Was ich gemacht habe, ich habe mir keine Motorradstiefel gekauft bei den Stiefeln. Und dann habe ich mir von Meindl, da gibt es, also die Bundeswehr nutzt die, von Meindl hat mir ein Kumpel empfohlen, der hat gesagt, Mensch, ich habe die bei der Bundeswehr, die sind saubequem und sehr luftig, das sind so eine Sommerstiefel, braun. Die kosten zwischen 154 Euro und 179 Euro. Und die sind tatsächlich wirklich saubequem. Man kriegt doch keine Stinkefüße da drin, so wie bei manchen Motorradstiefeln. Weil das Ding wirklich ist, dass die wirklich gut durchlüftet sind. Und die bevorzuge ich jetzt. I prefer this. Für die Fahrten mit euch und wenn ich durch die Stadt fahre oder zur Arbeit. Und die tragen auch nicht so auf, also das heißt, man kann dann nochmal auch ein langes Hosenbein mal drüber ziehen. Gut, wenn man jetzt im Anzug zur Arbeit fährt, das macht man aber eigentlich auch nicht mit dem Motorrad, dann wird das natürlich nichts, weil das sieht natürlich dann schon blöde aus, so ein Stollenreifen am Fuß. Also für einen Nadelstreifenanzug ist das nicht geeignet, aber fürs Motorradfahren ideal. Ja? Die sind rutschfest und alles. Also sehr, sehr, sehr bequem. Man kann die Schnürsenkel, das ist so geil. Leute, an diesen Stiefeln kannst du die Schnürsenkel verstecken. Da ist so eine, an der Lasche ist so eine kleine Tasche. Das reimt sich.
Ja, eine Reimen ohne zu schleimen. Alter Schäger. Also an der Lasche ist eine Tasche. Und in diese Tasche stopft ihr die Schlaufe von euren Schnürsenkeln. Da sind die weg. Ihr könnt nirgendwo hängen bleiben. Ey, das ist so saugeil. Ich wusste das ja vorher gar nicht. Und der Kumpel hat mir dann gesagt, was machst du da mit deinen Schnürsenkeln? Ich so, na, ich stopf die an die Seite rein, damit die mir nicht dann halt irgendwo in der Fußraste irgendwann dann hängen bleiben und ich mich dann aufs Maul lege. Und er meint so, sag mal, geht's dir doch gut? Alter, da ist eine Tasche vorne dran, da kannst du die reinstecken. Und ich so, ach ja, okay. Und dann habe ich die erst entdeckt. Und das ist wirklich, wirklich super gemacht. Ich finde das richtig toll. Ja, ihr könnt ja mal kurz einen Blick drauf werfen, so sehen die aus. Ne? Und wirklich saubequem. Machen richtig Spaß, mit denen Motorrad zu fahren. Was müssen wir noch beachten? Habe ich noch irgendwas vergessen? Keine Ahnung. Ja, ihr könnt eine Sturmhaube aufziehen. Das macht sich übrigens im Winter sehr gut. Ich fahre ja nicht im Winter, aber bei solchen herbstlichen Temperaturen, so ab 12 Grad, dann ist das doch schon sehr praktisch, wenn du mal so eine Sturmhaube auf hast. Weil wenn du denn wirklich mal das Visier hoch machen musst, dann knallt dir nicht gleich der ganze kalte Wind ins Gesicht und auch irgendwelche Fliegen. Da muss man ja dann auch immer irgendwie so aufpassen. Was ich bei dem Helm noch zu sagen hätte, ich habe mir natürlich für den AGV noch so ein getöntes Visier gekauft. Eigentlich sagt die Straßenverkehrsordnung, diese Helme oder diese Visiere sind eigentlich gar nicht zugelassen. Aber bisher habe ich dann noch nie Probleme gehabt und selbst wenn, dann klappe ich den halt hoch und sage, ja, es ist wie es ist. Also ist ein Originaler, der hat ein CE-Zeichen und das Visier ebenso. Also passen die auch beide zueinander. Also das Visier ist auch von AGV. So sollte es ja eigentlich keine Probleme geben. Wenn die dann aber sagen, naja, ist in Deutschland aber nicht erlaubt, pff, egal. Euer Problem, nicht meins. Ja. Ich denke, wir haben damit das Thema Sicherheit und Sicherheitskleidung eigentlich auch abgearbeitet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Kleidungsstücke euch besorgt habt. Vielleicht ist das ja für mich dann auch mal ganz informativ, damit ich mal weiß, vielleicht müsste ich mir das eine oder andere noch besorgen. Ach so, ja, da fällt mir was ein. Genau. Wenn ihr eine Lederkombi anhabt, egal ob geteilt, oder an einem Stück, dann kauft euch Funktionsunterwäsche. Warum? Ey, ihr werdet es lieben. Wenn ihr im Sommer mit der Kombi fahrt und ihr kommt an eurem Ziel an, und ihr müsst euch entkleiden. Ich garantiere euch, ihr werdet irgendjemanden bitten, euch aus dieser Wurstpelle zu entfernen. Weil ihr klebt förmlich da dran. Ihr schafft es tatsächlich wirklich nicht alleine, weder aus der Hose, noch aus der Jacke zu kommen. Und diese Funktionsunterwäsche
Da funktionieren auch übrigens die Leggings eurer Freundin, weil das Lycra ist. Und dann könnt ihr da viel besser rausschlüpfen. Und obendrum halt ein dünnes Longshirt. Irgend sowas in der Art. Und gerade wenn diese Kombi noch neu ist, dann ist das ganz brutal. Also wirklich. Außerdem sorgt denn so eine Funktionsunterwäsche auch ein bisschen dafür, dass euer Schweiß aufgesaugt wird und euch nicht die Suppe bei 40 Grad oder 50 Grad ständig am Arsch runterläuft. Und man merkt es tatsächlich wirklich nicht, oder mir ist, beim Fahren ist mir nicht aufgefallen, dass ich schwitze. Das kriegt man erst mit, wenn man dann zu Hause ist und sich die Lederkluft vom Leib gerissen hat, dann merkt man erst, ist ja ganz schön nass der Rücken. So, ich denke mal, genug gequatscht. Habe ich auch wieder genug voll genölt mit meinem Senf. Ich hoffe, das war für euch informativ. Für alle diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst bitte ein Abo da. Für die anderen, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wer es noch nicht getan hat, Glocke aktivieren, so erfahrt ihr über YouTube, dass ich neuen Content hochgeladen habe. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und sage, euer Tomcat ist raus. Schau mit auf! Tschüss!